Ahmed? Hey, Ahmed. Na los, steh auf, sonst kommst du zu spät zur Schule. Guck doch vorm Schlafengehen mal auf den Kalender. Heute ist Sonntag. Hau dich wieder hin. Echt, Sonntag? Hm. Entschuldigung, ich bin so blöd, du hast recht. Gute Nacht. Fertig, warum liegen denn die Jungs noch im Bett? Keine Ahnung, lass sie doch. Guten Morgen. Guten Morgen, Reut. Morgen, Tante Lilly. Na, gut geschlafen? Wo ist denn der Kleine? Liegt der etwa noch im Bett? Na klar doch. Guck auf den Kalender. Heute ist Sonntag. Der Kleine dreht sich nochmal um. Ach ja? Dann ist diese Woche schon 2 Tage früher Sonntag. Der Lümmel kriegt dich immer wieder dran. Er wagt es, seinen Bruder anzulügen. Ist ein schlaues Kerlchen. Und jetzt geh hoch und hol ihn aus dem Bett. Los, sonst wird es noch zu spät. Das ist das Schöne, wenn man auf Rente ist. Freitag oder Sonntag. Ganz egal, es macht keinen Unterschied. Hey, Ahmed. Du lügst deinen Bruder an. Heute ist erst Freitag und nicht Sonntag. Ach Mann, du hast es schon gemerkt. Schade. Und das am frühen Morgen. Soll ich dir was sagen, Rohit? Sag. Hör mal, dir kann jeder irgendeinen Quatsch erzählen. Ach ja? Was meinst du damit, Kleiner? Tja, du glaubst einfach alles. Hm? Weil du ein bisschen doof bist. Ich verstehe. Es macht dir Spaß, mich zu beleidigen. Das denkst du doch nicht wirklich, hä? Es ist total lustig, wenn du dich ärgerst. Es ist lustig? Du findest es lustig, hä? Gut, wie du willst. Dann sag ich dir jetzt mal was. Ich finde es auch lustig. Morgen, Tante Lilly. Morgen, Onkel Sattisch. Na du, morgen. Gut geschlafen, du kleiner Lügner. Ach, riecht das gut. Willst du nicht? Ist das Omelette? Tante Lilly ist echt super. Sie macht uns nicht nur Omelette, sie rückt gleich noch Toast, Butter und Marmelade raus. Hey, Ahmed, komm mir nicht so, hast du verstanden? Keine Marmelade. Tja, dann eben keine Marmelade. Dafür kauft mir Rot nachher Schokolade. Mm. Siehst du? Der weiß, wo er das Zeug herkriegt. Ja, ist ein cleverer Junge. Der weiß ganz genau, wie er seinen Willen durchsetzt. Ich weiß noch viel mehr. Um sich in dieser Welt durchzuschlagen, da muss man schon ganz schön schlau sein. Und um ganz schön schlau zu werden, muss man ganz schön viel Huhn essen. Oh, ich glaube, ich habe verstanden. Dann wollen wir doch mal sehen, was heute Abend auf dem Tisch steht. Na, Onkel Sattisch, was steht heute in der Zeitung? Wie viele Leute haben... Ach, den Quatsch lese ich doch gar nicht mehr. Aber hier steht was für dich. Eine Anzeige von deinem Chef. 5-Sterne-Hotel sucht Sänger für heute Abend. Guck doch mal, das wäre doch was für dich, oder? Oh nein! Soll der Junge sich totarbeiten? Du sitzt hier von früh bis spät nur faul im Sessel. Er arbeitet den ganzen Tag. Soll er auch noch nachts raus? Halt mal die Luft an. Oh. Hör in diesem Leben nur einmal auf das, was dir dein Mann sagt. Das, was er da am Tag macht, macht er nur, um sich über Wasser zu halten. Diese Anzeige hier aber könnte der Weg sein, um sich seine Träume zu erfüllen. Oder sehe ich das falsch? Hm. Du scherzt dich doch sowieso nur um deine Kocherei. Hör zu, Musik und Gesang, das ist doch das Größte, oder nicht? Musik ist ein Geschenk des Himmels. Thank you.
Das wurde ja Zeit, dass Sie sich mal sehen lassen hier in unserem Autohaus. Sie können sich nicht vorstellen, was es für eine Ehre ist, Sie. Wieso lachen Sie denn so, alter Junge? Ich freue mich, dass Sie hier sind, Sergi. Na klar, die Dinge haben sich geändert, aber deshalb musst du mich doch nicht gleich sitzen. Ja, natürlich, war doch nur ein Spaß. Also, was führt dich zu Nun uns? Ja, ich hätte gerne ein Auto. Nur ein Auto? Sonst können wir nichts für dich tun. Hey, Rohit, komm mal her. Sofort. Er ist sozusagen unser Starverkäufer. Und das hier ist ein außerordentlich guter Kunde. Ja, und noch dazu einer meiner allerbesten Freunde. Der Kerl will ein Auto, also kauft er eins. Mr. Saxena. Hey, er ist Millionär. Zeig ihm nur unsere besten Autos, Rohit. Natürlich. Heute ist eine Reihe ganz neuer Modelle reingekommen. Der hier zum Beispiel, der Lexus GS 300. Ein schönes Auto. Und gar nicht teuer, Sir. Nein, nicht ganz. Sehen Sie den hier? Ein Mercedes C180. Automatik. Und die Farbe passt hundertprozentig zu Ihrer Persönlichkeit, Sir. Der ist doch irre, oder? Welchen Wagen würden Sie denn am liebsten fahren? Autorikscha, Sir. Nicht du. Tja, zu dir würde die Autorikscha passen. Sie. Naja, wenn ich das Geld hätte, dann würde ich mir den da hinten holen. Sehen Sie nur. Ein echter Traum, so klein wie schnell. Tja, na wunderbar. Den kaufen Sie jetzt, oder? Genau. Sachte. Hey, Rohit, hast du schon mit dem Boss wegen dem Job als Sänger geredet? Ja, das Hotel gehört seinem Sohn Atul. Wir sollen nachher mal zu ihm gehen. Ja, kommen Sie, Rohit. Ja, ist gut, machen Sie das. Wiederhören. Tony. Kommen Sie. Mein Vater hat mich schon angerufen. Sie sind hier wegen des Auftritts heute Abend? Ja, Sir. Sollen wir loslegen? Ja, dann können Sie die anderen holen. Dann höre ich mir mal an, was Ihre Band drauf hat. Band? Ja, Ihre Band. Naja, wir haben keine Band, wir sind nur zu zweit. Also ich singe und er da, Tony, der spielt Flöte. Und gar nicht schlecht. Okay, ihr Spaßvögel, das ist ein Fünf-Sterne-Hotel. Und für die Shows, die hier steigen, suchen wir mehr so richtige Bands, alles klar? Also Schlagzeug, Synthesizer, eher sowas. Wollen Sie denn nicht mal hören? Nein, lass mal lieber. So ein Hotel ist Business. Es geht aber um unser Renommee, verstehst du, hä? Es tut mir leid. Versucht es doch vielleicht mal in einem Restaurant oder so. Viel Glück. Also dann. Daddy, was ist denn hier los? Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, liebe Sonja, Happy Birthday to you. Alles Gute, meine Kleine. Oje, das ist ja eine Überraschung. Alles nur für dich. Und, was passiert heute noch Schönes? Atul schmeißt in seinem Strandhaus eine Geburtstagsparty. Das ist ja fantastisch. Hey, warte mal. Wo ist denn mein Geburtstagsgeschenk? Kann ich dir sagen, kleine Sonja, es wartet draußen am Tor auf dich. Echt? Ja, natürlich. Da steht es. Geh raus und hol es dir. Oh, du bist so unglaublich, Daddy. Hallo? Und, gefällt es dir? Oh ja, sieht gut aus. Und die Farbe? Auch sehr schön. Macht was her. Mach eine Spritztour, dann lernst du dein neues Schätzchen am besten kennen. Oh, braucht man für Sie einen Schlüssel? Ja, so ist es. Ich komme sonst nämlich nicht auf Tour. Ach, interessant. Das habe ich jetzt aber nicht verstanden. Gut so. Junge Frau, wollen Sie sich vielleicht nun Ihr Geschenk ansehen? Das mache ich doch gerade. Wow, das ist ja was Feines. Finden Sie nicht auch? Hä? Ja, es ist sehr schön. Und deshalb sollten Sie da auch nichts raufkleben, wissen Sie? Denn noch schöner als schön, das geht nun mal nicht. Das verstehe ich jetzt, Herr... Rohit. Verzeihen Sie, Frau... Sonja. Happy Birthday. Oh, danke. Was war denn das gerade? Keine Ahnung. Ich hatte noch nie ein Problem mit der Flöte. Okay, ich fange an. Wo kommt denn das her? Hey,
Beruhig, Mann. Das ist doch der Typ. Der Sohn vom Boss, oder? Ja, genau. Ah, der Typ, der unsere Lieder nicht hören wollte. Und ich bin der Typ, der seine Musik nicht hören will. Und was jetzt? Mach dir keine Sorgen, das geht alles klar. Lass das nur meine Sorge sein. Hey. Da ist sie ja. Hey, komm hier. Oh, danke. Danke, das ist so lieb von euch, ehrlich. Hallo. Hey, Sonja, herzlichen Glückwunsch. Danke. Du bist wunderschön. Du bist ein Wunder. Du bist schöner als du selbst. Oh nein, ich habe nämlich heute was gelernt. Schöner als schön, das geht nun mal nicht. Ach ja. Glaub mir. Na gut. Was ist mit der Musik? Ein Augenblick. Ich bin gleich wieder zurück. Hey, hey. La, 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 la. सितारे फूल और खुशबू चांद सितारे फूल और खुशबू ये तो सारे पुराने हैं ताजा ताजा कली खिली है हम उसके दीवाने हैं सावन हो काली घटाएं बरखा सावन ये तो सब अफसाने हैं ताजा ताजा कली खिली है हम उसके दीवाने हैं गीत गजल सब कल की बातें हो गीत गजल सब कल की बातें उसके नए तराने हैं ताजा ताजा कली खिली है हम उसके दीवाने हैं
लोग में इतना सादापन तो कितना सुंदर होगा मन हो है रूप में इतना सादापन तो कितना सुंदर होगा मन बिन गहने और सिंगार बिना वो तो लगती है दुल्हन काजल बिंदिया कंगन झुमके अरे काजल बिंदिया कंगन झुमके ये तो गुजरे जमाने हैं ताजा ताजा कली खिली है हम उसके दीवाने हैं सितारे फूल और खुशबू ये तो सारे पुराने हैं ताजा ताजा कली खिली है हम उसके दीवाने हैं Was ist los? Wieso habt ihr mich hierher bestellt? War ein Notfall. Ging nicht anders. Ich nehme an, Sie haben heute noch nicht Zeitung gelesen. Das Koks, das das Dezernat heute verbrennen sollte, ist schon gestern verbrannt worden. Ist das wahr? Ich habe von meinen Kunden schon das Geld kassiert. Schön ruhig bleiben. Ich habe Stoff im Wert von 100 Millionen Rupien beiseite geschafft. Wir haben das Zeug gebunkert. Das sollte sich besser nicht rumsprechen. Deswegen werden Sie es heute noch übernehmen. Und unseren Anteil dem... Hätten wir gern jetzt. Anteil, Anteil, Anteil. An unseren Zahlungsmodalitäten hat sich nichts geändert. Eins nach dem anderen. Hör mal, Lilly, die Polizei hat doch dann neulich so ein großes Drogenlager ausgehoben. LSD, Kokain, Heroin. Das haben die gestern alles verbrannt. Weißt du was? Ich sag dir, wie es ist. Mit solchen Meldungen denken die nur davon ab, was wirklich läuft. Aha, das sind die Sachen, die dich beschäftigen. Aber was ich hier kochen soll, ist dir ganz egal. Willst du, dass ich deine Zeitung nehme, in Streifen schneide und Nudeln draus mache? Ruth hat immer noch keine Miete gezahlt. Das Essensgeld habe ich auch noch nicht gekriegt. Kannst du mir sagen, wie ich das alles machen soll? Lilly, nun sei doch nicht gleich so zickig. Er wird uns das Geld schon geben. Rohit ist knapp bei Kasse. Ist doch alles scheiß teuer geworden. Ja, ganz genau, das meine ich doch. Schon das Gemüse kostet ein Vermögen. Ist ja fast so teuer wie Gold. Alle setzen sich hier an den Tisch, aber keiner legt mal ein paar Scheine hin. Was soll denn das? Hier ist mein Sparschwein. Du kannst alles haben, was da drin ist. Aber sag nie wieder was gegen meinen Bruder, ja? Augenblick. Das ist doch unglaublich. Ein kleiner Junge geigt mir hier die Meinung, ja? Glaubst du, ich nehme dein Geld? Sowas traust du mir zu? Setz dich hin und iss was. Nein, mach ich nicht. Ich esse hier gar nichts mehr. Hey, Amit, nicht doch. Amit, bleib hier. Doch hier. Amit, so war das komm nicht gemeint. Zurück. Komm, setz du oder dich was? Doch. Was ist denn hier los? Amit hat sich über uns geärgert. Er hat gar nichts gegessen. Hol ihn zurück. Bis gleich. Hey, Amit. Wieso läufst du weg? Warum frühstückst du nicht? Tante Lilly ist traurig. Was war los? Sie hat total fiese Sachen über dich gesagt. Das war los. Ach ja, was denn so? Dass du ihr die Miete nicht gegeben hast. Da hat sie doch recht. Und wenn schon, ich will nicht, dass sie über dich solche Sachen erzählt. Hör zu, Amit. Manchmal ist man eben sehr verzweifelt. So wie ich jetzt, weißt du? Ich kann ihr das Geld nämlich noch nicht geben. Und sie ist auch verzweifelt, weil ihr jetzt ihr Haushaltsgeld fehlt. Amit, du hast gerade nur ihren Zorn gesehen und ihr Lächeln vergessen.
Sie ist doch für uns fast wie eine Mutter. Fast eine, okay. Aber nicht die echte. Fast eine, okay. Gibt's da einen Unterschied damit? Rohit, weißt du, warum unsere Mutter nicht mehr bei uns ist? Was soll ich dir sagen? Die Wahrheit ist, ich weiß es auch nicht. Vielleicht hat sie ja zuerst das Glück verlassen und dann unser Vater. Das Schicksal hat es eben so gewollt. Aber auf eins kannst du dich verlassen, Amit. Solange ich lebe, werde ich alles tun, damit du diesen Verlust niemals spürst. Er liebt mich nicht. Wen meinst du? Hat. Rohit, nehme ich an. Woher weißt du das? Lena, hör mal. So wie du ihn gestern auf der Party angehimmelt hast, so wie er dich angeschaut hat, das hätte doch ein Blinder gesehen. Da bahnt sich doch was an, ne? Hab ich recht? Kann sein. Atul, Jungs, die Tickets für die Kreuzfahrt sind da. Ja! Meins? Das ist deins. Das Schiff legt Punkt 9 Uhr Richtung Singapur. Okay, ja! Yeah. Aber leider ohne mich. Komm schon, Sonja! Ich bin Spielverderber! Ich hab eben keine Lust, Atul. Ja, ja. Dann wird Rohit wohl auch absagen. Was? Rohit? Ja, Rohit kommt mit auf unsere Kreuzfahrt. Er wird singen, er ist ein Irrsinns-Entertainer. Es ist ganz sicher, dass er mitfährt? Denke ja. Er hat 10.000 Rupien Vorschuss gekriegt. Also, was ist jetzt, Sonja? Bleibt mir denn noch was anderes übrig? Ne! Hey, was machen wir, Atul? Weiß nicht, wir laufen gleich aus. Und wenn er nicht auftaucht? Ach, jetzt red doch keinen Quatsch. Er ist sicher gleich hier. Captain, könnten wir 5 Minuten später ablegen? Da fehlt noch jemand, ein Freund. Er ist bestimmt gleich hier, nur 5 Minuten, Sir. Tut mir leid, nichts zu machen. Wir haben unsere Fahrpläne. Das Schiff legt pünktlich ab. Das war's jetzt. So ein Idiot. Das Geld ist auch weg. Schäm dich. Dir geht's immer nur um dein blödes Geld. Idiot. Idiot. Kommt einfach nicht. Toll, jetzt fällt der ganze schöne Plan ins Wasser. Und was mache ich jetzt, bitteschön? Was soll ich jetzt hier auf dieser blöden Gondel ganz allein? Blöd, Mann. Hey, wieso kommt er denn? Rohit ist da. प्यार की कश्ती में है प्यार की कश्ती में है लहरों की मस्ती में है पवन के शोर शोर में चलें हम जोर जोर में गगन से दूर
प्यार की कश्ती में है लहरों की मस्ती में है पवन के शोर शोर में चलें हम जोर जोर में गगन से दूर होंगे सपने बनेंगे गैर भी अपने दिल की बारात सजेगी मिलेंगे साजन अपने मैंने सुना क्या सुना जो कहा क्या कहा जाना बहुत है दूर प्यार की कश्ती में है लहरों की मस्ती में है पवन के शोर शोर में चलें हम जोर जोर में गगन से दूर गगन से दूर लगे वहां पर है प्यार ही प्यार जहां पर न बिछड़े मिलने वाले जहां सब हो दिल वाले तो चलो चले हाँ चले यूं मिलके हाँ मिलके हो के खुशी में जूर प्यार की कश्ती में है लहरों की मस्ती में so lange. Ich habe schon fast die Nerven verloren. Hast du verschlafen oder so? Wieso kommst du so spät? Hey, Sekunde, ich komme nicht zu spät. Ich war 3 Stunden früher hier. Ach. Ja, ich habe die ganze Nacht wach gelegen. Ich habe auch kein Auge zugetan. Das hatte ich noch nie. Was meinst du? Was hattest du noch nie? Diese Ruhelosigkeit, dieses Glücksgefühl, das meine ich. Ich glaube, ich weiß ganz genau, was du meinst. Geht es dir auch so? Es ist unbeschreiblich ruhig. Manchmal ist es, als würden alle Sterne der Nacht unversehens in meinen Schoß fallen und dann...
Und dann wieder ist es alles. Nein, jetzt nicht. Hört auf. Aufhören. Lasst ihn in Ruhe. Lasst ihn. Jetzt nicht. Hört auf. Komm her schon. Ist gut? Was denn? Was denn? Hey, fertig. Was soll denn das jetzt? Los, mach die Arme hoch. Okay. Oh, wow. Wow, so cool. Titanic. Gut, aufhören. Ach, das hast du jetzt wohl. Ach, Mann, Sonja. Ist das eine blöde Kuh? Mistzicke. Hier ist es ruhiger. Gut, wo waren wir gerade? Du hattest mir was von den Sternen erzählt. Oh, damit war ich schon fertig. Jetzt bist du dran. Erzähl mal von dir, ja? Was soll ich denn erzählen? Naja, es ist fast so, als ob ein Traum wahr geworden ist. Ja? Ein Traum ist in Erfüllung gegangen? Noch nicht ganz. Eigentlich fängt er erst an. Ja, es ist noch so unwirklich. Du hast bestimmt schon viele Kreuzfahrten gemacht. Wie? Na, das Meer ist doch was Herrliches. Das Meer? Du redest vom Meer und von Kreuzfahrten, Roy? Ja. Klar, du etwa nicht? Ich hab gedacht... Du und ich, wir, naja, wir also... Hallo, hallo, du Süße. Hallo. Na, komm. Halt, komm, komm. Wo gehst du hin? Endlich sind wir ganz allein. Deine Stimme ist der Wahnsinn. Danke. Ganz ehrlich, die geht einem durch und durch. Schreibst du mir ein Autogramm auf mein Herz? Sorry. Ich meine natürlich auch das hier. Und womit? Oh, na klar. Tja, ich wusste, dass er Erfolg haben würde. Allerdings hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell geht. Da, sieh nur hin. Ja, sieh nur, wie er seinen Namen in ihr Herz ritzt. Er schreibt nicht aufs Herz, sondern auf den Arm. Ja, 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 kann sein. Irgendwo muss er ja anfangen, oder? Fertig. Oh, ist das schön. Danke. Augenblick, ja. Hey, Sonja! Lass mich in Ruhe! Hey, hör doch erst mal zu! Ist das eine Zicke? Na komm, meine Eltern erwarten uns zum Tee, Rohit. Eltern? Hab dich nicht so. Mein kleiner, dicker Amit. Ich bin hier wie in einer magischen Welt gefangen. Dieses Schiff ist wie eine Stadt, die auf dem Wasser dahingleitet. Ich denke sehr oft an dich. Wenn ich jemals richtig Geld verdienen sollte, dann werde ich dich und Onkel Satish und Tante Lilly bestimmt mal auf so eine Kreuzfahrt mitnehmen. Weißt du was? Du erinnerst dich doch bestimmt an dieses Mädchen an der Ampel. Die ist auch hier auf dem Schiff. Sie heißt Sonja. Ich habe sogar schon mit ihr gesprochen, aber sie ist sehr komisch. Über alles, was ich mache, regt sie sich auf. Sie ist ein ziemliches Temperamentsbündel. Was glaubt ihr nur, wer er ist? Er ist ein Kerl von vielen, sonst nichts. Er steht neben mir und baggert rum. Denkt ihr Idiot vielleicht, das kann ich nicht? Oh doch, das kann ich auch. Ah, das wird er sein. Er will sich wahrscheinlich entschuldigen. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Du? Ja? Hast du jemand anderen erwartet? Nein, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass du zu mir kommen würdest. Ich habe gedacht, ich müsste den ganzen Abend alleine verbringen. Ist was mit dir? Du bist irgendwie komisch, Sonja. Ist das vielleicht ein Wunder? Welche Frau bleibt cool, wenn so ein schöner Mann vor ihrer Tür steht? Hey! Kannst du endlich mit der Zupferei aufhören? Hä? Party, Alter! Los, beeil dich, wir gehen auf eine Weihnachtsfeier. Na los doch, zieh dich endlich an. Willst du so auf die Party, in dem Anzug? Klar, das ist mein Jackett für Sonntagsmann. Habe ich beim Schneider machen lassen. Damit gehe ich sogar in die Kirche, mein Freund. Für heute passt es nicht. Nicht? Soll ich einen Rock anziehen? Hier, da steht der Dresscode für heute Abend drin. Dresscode? Ein helles Jackett, eine Krawatte, Anzughose. Haben wir sowas da? Ich denke nicht. Das heißt dann wohl, dass wir nicht auf die Weihnachtsparty gehen können, oder? Sitz, wir feiern Weihnachten eben unter uns. Nein, halt! Frohes Fest, Sir, der Wäscheservice. Der Wäscheservice, frohe Weihnachten allerseits und einen guten Tag, Sir. Ja? Der Wäscheservice, Sir. Eine frohe Weihnacht. Weihnacht. Heute ist Bügeln umsonst, Sir. Ah, Bügeln umsonst. Sehr ja, schön. Sir? Das auch? Ja. Hier, bitte. Danke, die Hose bitte. Auch noch? Aber machen Sie schnell, ja? Sehen Sie den Mond? Ich sehe keinen Mond. Ich sehe nicht den geringsten Mond.
doch, Sir. Irgendwo da ist er. So ein Volltrottel. Eine Mu, eine Me, eine Tete. Hallo, der Wäschejunge, Sir. Ja? Haben Sie Wäsche? Wow, seht mal, wer da ist. Oh, weia, sieht der Junge nicht süß aus? Ein besonderes Geschenk für jemanden ganz Besonderes. Für mich? Ja. Dankeschön. Frohes Fest. Ja. Oh. Ein kleines Geschenk. Nur für dich. Ein kleines Geschenk. Nur für dich. Na, na, na. Weißt du nicht, dass man ein Geschenk nicht einfach weiter verschenkt, hm? Und Sie wissen offenbar nicht, dass ich mich nicht von Leuten wie Ihnen duzen lasse. Von einem anderen hätte ich Sie angenommen. Sonja, wo soll ich denn jetzt mit der Rose hin? Sie wirkt bei dir so viel aufrichtiger. Halt sie einfach in der Hand. Aber Sonja, weißt du nicht, ich bin doch gegen Rosen allergisch. Hallo? Hallo? Ladies and Gentlemen, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Unsere zwei Magier, die Ihnen heute einen magischen Abend bereiten wollten, sind auf magische Weise verschwunden. Aber keine Sorge, das Duo Jadugar wird sicher gleich wieder auftauchen. Wäschebengel, wo steckst du denn? Wo ist der Blödmann? Ja, yeah. Für Sie. Wieso das? Diese Blume ist durch den ganzen Saal gewandert, und zwar einzig und allein, um Sie zu erfreuen, meine Schöne. Seien Sie gnädig. Danke. Sagen Sie, womit habe ich das denn verdient? Seit wann braucht die Liebe einen Grund? Ah, ich brenne nicht doch! Feuer, Wasser! Oh, eine Taube! Eine Taube! Eine Taube! Ah, eine Taube ist die Erde! Scheiße, sieh dir das an. Ja, Tom. Danke. Oh. Wow! Wow! Schön. Woher hast du die Anzüge? Die Magier. Schätze, die sind es, denen die Anzüge gehören. Die Magier? Ah. Wow! Hey! Danke! Oh, bitte, bitte, ich bin auch nicht drauf. Oh, wie süß! Und nun, frohe Weihnachten! Yeah. Sonja, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, Arthur. Juhu, Arthurländer Junge, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Was ist? Wünschst du mir denn gar nichts? Dein Gesicht sieht aus wie ein Posteroid. Ich weiß nicht, wo ich da noch was hinwünschen soll. Hey, jetzt krieg ich mal rein. Tschüss. Sonja? Sonja! Sonja, was machst du da unten? Und dann fragt er noch, ob ich ihm nichts wünschen will. Wie benennst du dich eigentlich, hä? Was soll das hier, hä? Mach die Augen auf, ich betrink mich. Das soll das hier. Gibt's einen bestimmten Grund?
Hat dich doch gar nicht zu interessieren. Geh wieder runter. Lass dich von einem Täubchen angurren. Okay, was soll ich denn machen? Hör mal, ich kann nichts dafür, dass die mir alle hinterhersteigen, oder doch? Klar, alle Mädchen laufen dir nach. Ach, guck doch mal in den Spiegel. Du benimmst dich wie ein Idiot. Ach ja? Was machst du? Was machst du da unten? Du schmeißt dich dem schicken Atula den Hals, ne? Und? Erzähl doch nicht, dass dich das stört. Ach was? Was soll mich denn stören? Mach doch, was du willst. Viel Glück, nur zu. Halt, was soll das, hä? Mach doch die Augen auf, okay? Ich versuche, mich zu betrinken. Hey, wenn du meine Flasche aussäufst, dann passiert was. Dann geht hier richtig was los. Ah, alle. Ach, du! Wo ist das Schiff? Wie oft denn noch? Oh. Mach die Augen auf. Es ist weg. Weg? Ja. Aber die können uns doch hier nicht aussetzen. Tja. Das ist alles nur deine Schuld. Du hast nach der Flasche gegrapscht. Du warst sowas von stockbetrunken und bist in dieses Boot gefallen. Hey, Augenblick mal. Eins solltest du nicht vergessen. Hättest du nicht so rumgeknutscht, hätte ich auch nichts getrunken. Dann wäre ich auch nicht blau gewesen und wir säßen hier nicht in diesem Boot, oder? Red keinen Unsinn. Denk erst mal nach. Oder bist du vielleicht immer noch nicht ganz klar? Siehst du nicht, in welcher Gefahr wir uns befinden? In Gefahr? In welcher Gefahr denn? Ich sehe nur den schönen blauen Himmel. Ich atme die frische Luft und genieße das Meer um uns herum. Und wenn du mal Durst hast, dann genießt du eben das Salzwasser. Und wenn du Hunger kriegst, dann frisst du die frische Luft. Und wenn es nachts schön kalt ist, dann deck dich mit dem blauen Himmel zu. Warum schreist du denn so, Rohit? Wenn das einer hört, was soll der von dir denken? Er soll denken, dass du einen Knall hast, was sonst? Aber wer soll uns hier eigentlich hören? Siehst du hier einen? Nein, das nicht, aber ich höre dich. Und du bist jetzt mal still. Ich muss kurz nachdenken, was wir tun. Ich sag dir, was wir jetzt tun. Wir spielen, ich sehe was, was du nicht siehst. Sei still! Sei still! Und, habt ihr sie? Nein. Captain, wir brauchen Ihre Hilfe. Rohit und Sonja sind nicht mehr auf diesem Schiff. Was? Ja. Haben Sie überall nachgesehen? Oh, ist das schön hier. Wann die wohl merken, dass wir weg sind? Kein Schiff, soweit das Auge reicht. Eine Insel, da, guck doch! Eine Insel, genau vor uns! Ein Traum! Hey, was für ein Strand! Los, Rohit, ruder etwas schneller! Wir schreiben unseren Namen in den Sand! Na, mach doch mal! Los, Rohit, Stich in See! Los, Rohit, Stich in See! Ich stiche doch! Man sagt, ruder schneller und jetzt Ruhe, sonst setze ich dich da aus. Ach, wirklich? Ich allein, das wäre so wunderbar. Das würde mir wirklich gefallen, Rohit. Aber was wird denn aus dir, hä? Sag schon! Du findest wohl alles toll, hä? Setz dich hin! Ich schieb uns an den Strand. Hallo! Sekunde, die Klappe halten. Achtung, jetzt ruckelt's gleich. Hey, hey! Ho, ho! Da ist sie ja. Ist hier einer? Hallo! Oh nein, das kann doch nicht wahr sein! Nein, nicht doch! Oh, verdammt! Mist! Nicht zu fassen, oder? Du und ich wie Robinson und Freitag. Mit dir am Ende der Welt. Zusammen mit dir in der Wildnis. Zieh mal gleich den Rock aus. Wie? Mein Rock? Du kommst mir etwas zu schnell zur Sache. Ich bin doch nicht eins deiner billigen Flittchen vom Schiff. Tu, was ich sage, runter mit dem Ding. Hä?
Hast du sie nicht alle, Rohit? Denkst du, du kannst ein wehrloses Mädchen auf dieser verlassenen Insel ausnutzen? Du ekliger, kleiner, schamloser Mist! Ach, Schluss damit, da fehlen mir ja die Worte. Hab dich nicht so. Oh, nein, nein, aufhören! Lass mich! Verzeihung. Ich verzeihe dir gar nichts. Du Gangster, du Halunke. Was wird das denn? Das siehst du doch. Ich stelle eine Fahne auf. Na toll. Und wozu? Nun, wenn die anderen sich auf die Suche machen, dann werden sie vielleicht diese Flagge hier sehen. Wenn sie nicht ganz blöd sind, wissen sie, dass wir in der Nähe sind. Dann kommen sie her und retten uns. Tja, so Gott will. Und was ist, wenn ich nicht will, dass sie herkommen und uns mitnehmen? Ich jedenfalls will gar nicht zurück. Das meinst du nicht ernst? Ich finde es hier sehr schön. Es geht mir hier gut. Sieh mal dort. Auf dem Berg bauen wir unser Baumhaus. Dort werden wir wohnen. Du gehst morgens zur Arbeit, Holz hacken und ich warte den ganzen Tag auf dich. Und wenn du dann abends wiederkommst, ganz erschöpft mit den Holzklötzen über der Schulter, dann werde ich dich anschauen und lächeln. Und wenn du dein Feuer machst, dann schaue ich dir dabei zu und dann gucke ich dich an, während du das isst. Ach, machst du auch was oder brauchst du einfach nur einen Diener? Na klar mache ich was. Was? Mit dem Besteckessen, das du schnitzt. Und wenn du satt bist, will ich dich in den Schlaf singen. Und am Morgen mit dem ersten Strahl der Sonne werde ich deinen Namen hauchen. Davon noch nicht wach wirst, dann werde ich dir rechts und links ein paar scheuern. Du schlägst Frauen? Oh, schäm dich. Warum willst du mich schlagen? Weil sonst nichts hilft, um dich aus deinen Träumen zu reißen. Hey, hey du, wo gehst du hin? Zum Kotzekocher. Ich hol mir einen Hamburger. Willst du auch einen? Ja, klar. Einmal Pommes. Große Portion. Du wagst es, mich rumzuschubsen? Oh ja, natürlich. Und wie ich das wage. Was fällt dir an, mich anzu... Ah! Hilfe! Rohit! Ich kann nicht springen! Ich leider auch nicht. Rohit! Ich muss trotzdem springen. Doch gut,
Gott sei Dank. Du Blödmann, du Idiot, du Hirnloser. Warum springst du da rein, wenn du nicht schwimmen kannst? Ich hab Spaß gemacht, sonst nichts. Du kannst doch nicht dein Leben für mich riskieren. Warum tust du das? Sag, du Irrer. Weil ich dich liebe, Sonja. Ja. Ehrlich aus Liebe? Meinst du das ernst? Hab ich was Falsches gesagt? Ist das wahr, Rohit? Du liebst mich, ja? Ja, ich liebe dich. Sag es nochmal. Was? Na, dass du mich liebst. Ja, ich liebe dich. Bitte, Rohit. Bitte lass es mich nochmal hören. कहो ना प्यार है
Du die Sterne? Ich versuche, ihr Gesicht zu sehen. Wessen Gesicht? Das meiner Mutter. Ich verstehe nicht. Mutter hat gesagt, dass man zu einem Stern wird, wenn man stirbt. Und jetzt versuche ich, sie zu erkennen. Meine Mutter ist auch gestorben, als ich noch klein war. Ob sie auch ein Stern ist? Sie ist jetzt ganz bestimmt ein Stern. Und all diese Sterne bringen nun Licht in unser Leben. Ich wünsche mir von dir, dass dieses Licht für immer in unseren Herzen leuchten soll. Ja, Sonja, für immer. So wie diese Sterne. Ich verspreche es. Machst du? Die Fahne aufstellen. Wieso? Na, weil ich wieder nach Hause will. Ich will nämlich der ganzen Welt sagen, dass ich dich liebe. Hast du was? Jetzt will ich nicht mehr zurück. Was ist denn mit dir los? Ach, Sonja. Du weißt ja nicht, wie viele Mauern in dieser Stadt, nein, in dieser Welt zwischen uns stehen. Ich sehe keine Mauern. Sag mir, wo sind sie denn? Hm? Also, wo ist diese Mauer? Setz Rohit sofort auf die Straße oder ich kaufe nie wieder bei dir. Ich wollte ihn sowieso loswerden. Keine Sorge. Seine Umsätze sind in den letzten Wochen stark zurückgegangen. Ich werde dafür sorgen, dass er hier nirgendwo mehr ein Bein auf die Erde kriegt. Sehr gut. Er soll sein Essen aus dem Gulli klauben. Daddy, du machst mir Angst. So habe ich dich noch nie gesehen. Daddy, Daddy, hör mir zu. Er ist ein höflicher, gut erzogener Junge. Du kennst Rohit doch gar nicht. Und nur weil er dir unsympathisch ist, weigerst du dich, ihn kennenzulernen. Ich habe auch nicht vor, ihn kennenzulernen. Immerhin kenne ich dich. Und ich kenne mich, das reicht. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich schicke dich nach Neuseeland. Zu deinem Onkel. Du kannst deine Ausbildung auch dort beenden. Die Flugtickets habe ich schon heute früh bestellt. Okay? Gut. Daddy.
Hier sind dein Reisepass und ein Ticket. Onkel Raju holt dich ab, wenn er Zeit hat. Wenn nicht, wird er den Chauffeur schicken. Ich weiß, dass dir das nicht gefällt, Sonja. Aber versteh, dass zwischen uns und seinesgleichen nun mal Welten liegen. Rohit. Ja, sieh nur hin. Du sitzt in einer Luxuslimousine. Und dein Rohit, der sitzt auf einem Fahrrad. Sieh hin, dann siehst du bestimmt den Unterschied. Tut mir leid, ich sehe keinen Unterschied. Was? Er fährt vor deinen Augen mit Sonja auf dem Fahrrad davon und du schaust zu und versuchst nicht mal, ihn daran zu hindern? Malik, ich hatte keine Zeit nachzudenken. Es ging alles so schnell, sie ist einfach ausgestiegen. Gut, es ist passiert. Und jetzt müssen wir eben handeln. Wir sollten die Polizei rufen, sonst kommen die verheiratet zurück und stellen dich vor vollendete Tatsachen. Das wird wohl nicht nötig sein. Natürlich kommen wir zurück. Wir haben nicht geheiratet. Eine solche Hochzeit wäre eine Missachtung unserer Liebessa. Ich liebe Sonja über alles. Und ich achte diese Liebe über alles. Und deshalb werde ich Sonja erst heiraten, wenn ich es zu etwas gebracht habe, Sir. Und da bräuchtest du nur eine kleine Starthilfe. Geht es dir darum oder was willst du? Oh nein, Sir. Ich brauche Ihre Unterstützung nicht. Ich verlasse mich ganz auf mich. Vielen Dank, Sir. Rohit, deine Worte und deine Gefühle, das macht Eindruck. Ja, ich bin wirklich beeindruckt. Deshalb verspreche ich dir, wenn du mit deinem Vorhaben Erfolg hast, dann werde ich dir mit Freuden Sonja zur Frau geben. Oh, Daddy! Daddy! Oh, du bist ein Schatz, Ellie. Das will ich hoffen. Nur ein Wort noch, bevor ich mich auf den Weg mache. Sehen Sie es nicht als Schwäche, dass ich zurückgekommen bin, denn wenn ich Sonja nun also hier bei Ihnen lasse, dann tue ich das im Vertrauen darauf, dass ich in der Lage bin, mein Wort zu halten. Und dass Sie Ihrerseits Ihr Wort halten, Sir. Ich verspreche dir, dass ich meinen Teil dieser Abmachung ganz sicher erfüllen werde. Redlichkeit ist erste Geschäftsgrundlage. Stimmt's, Malik? Natürlich. Bis dann, Sonja. Roy, du hast genau das Richtige getan. Ich werde dir helfen, damit du Erfolg hast. Na toll, und wie? Er hat eine Wahnsinnsstimme. Und diese Stimme müssen die Menschen hören. Soll er sich vielleicht auf eine Obstkiste vor den Bahnhof stellen? Nicht vor den Bahnhof. Er sollte auf einer richtigen Bühne stehen und singen. Ey, ich weiß. Er soll eine Kassette aufnehmen mit seinem Lied. Und die verteilen wir dann an den Schulen. Und in den Diskos auch. Oder an die Autofahrer im Stau. Und wenn ihn alle kennen, dann organisieren wir Shows. Ja, sehr gut. Und die Organisation übernehme ich. Ja! Ein Stoß, drei Kugeln, große Kunst. Nichts gegen Rohits Kunst, der hat noch ein paar Treffer mehr gelandet. An jeder Ecke geht das jetzt schon so. Rohit hier, Rohit da. Weißt du, ich habe das Gefühl, dass er es sehr bald geschafft hat. Und dann darfst du dein Versprechen einlösen, dann bist du deine Tochter los. Malik, ich weiß genau, worauf ich mich da eingelassen habe. Ob er sein Ziel erreicht und Erfolg hat, entscheide ich. Und es sieht mir nicht danach aus. Hallo? Hallo, Yeshinde. Ich bin gerade bei Kommissar Varma gewesen. Er hat mich über Sie ausgefragt und, ich schätze, er will irgendwas gegen Sie einleiten. Das kriegen wir schon hin. Gut, hör zu, bevor er aktiv wird, arrangierst du mir eine kleine Zusammenkunft, okay? Und eins, und zwei, und drei, und vier. Da, und guck eins, mal, wer da ist! Sonja! Schön. Toll. Rohit.
Julia, du... Warum bist du hier? Ich hab dich so lange nicht gesehen. Stell bitte keine Fragen. Bitte halt mich einfach in deinen Armen. Ruhig. Ich will nicht ohne dich leben und ich kann es auch nicht. Wenn du nicht bei mir bist, dann hat nichts... Dann hat nichts einen Sinn, Ruhig. Mir geht es doch auch so. Und bei allem, was ich tue, kann ich ja nichts anderes denken als an dich. Ruhig. Ich fürchte, dass wir nur Zeit verschwenden. Denkst du nicht auch? Das dachte ich. Ich habe lange überlegt, ob ich überhaupt noch vor Publikum singen kann. Ich hatte so große Angst. Aber jetzt hast du so viel Liebe in mein Leben gebracht, dass für diese Angst kein Platz mehr ist. Jetzt habe ich keine Angst mehr. Sonja, heute wird unser großer Tag. Danach werden wir nie wieder leiden. Denn dann wirst du immer bei mir sein. Und ich immer bei dir. Ja, und mit uns. Die Sterne. Und das Glück ist auf unserer Seite. Alle Tickets für die Show sind weg. Wir haben heute volles Haus. Oh, ich glaube, ich habe was vergessen. Wie spät ist es? Gleich 8. Oh, weia, ich muss noch jemanden abholen. Hast du ein Motorrad? Ich gebe dir die Schlüssel. Ja, gut. Hier. Danke. Bin gleich wieder da. Ja, okay. Ich warte auf dich. Na los, Sonja, komm, wir machen die Schlüssel. Guten Tag, Herr Kommissar. Vielen Dank, dass Sie Ihre wertvolle Zeit opfern, um mich zu treffen. Es ist mir eine große Ehre. Ich wollte Sie mal persönlich kennenlernen. Allerdings ist dieser Ort nicht gerade angemessen. Ja, mag unangemessen sein. Aber geheime Besprechungen finden oft an unangemessenen Orten statt. Ihre Geheimbesprechungen bleiben hier nicht lange geheim. Mir ist nämlich inzwischen bekannt, dass von den Drogen, die aus unserer Abteilung zur Vernichtung freigegeben werden, nur eine sehr geringe Menge verbrannt wird und das meiste bei Ihnen landet. Ach, ist das so? Dann verhaften Sie mich. Ja, genau deshalb treffe ich mich auch mit Ihnen. Ich will Ihnen ein Angebot machen. Sagen Sie uns, welche Polizisten das Zeug für Sie abzweigen, dann sorge ich dafür, dass Sie eine Strafe kriegen, die Sie auf einer Arschbacke absitzen. Das Angebot ist äußerst großzügig. Aber können Sie mir auch... meine Sicherheit garantieren, wenn ich Ihnen die Namen nenne? Selbstverständlich. Die zwei hier sind meine engsten Mitarbeiter. Sirji, Rohit hat gerade alles mit angesehen. Macht ihn kalt. Na los, fahr schneller, fahr schneller!
verkauft. Nur von Ruid ist nichts zu sehen. Sonja! Sonja! Ruid ist... Was ist los? Sag schon, Toni. Ruid, er hatte einen Unfall. Ja. Beruhigen Sie sich, Sie dürfen da nicht hin. Oh nein, Ruid! Er ist ins Wasser gestürzt. Sagen Sie, dass das nicht wahr ist. Er kann doch nicht schwimmen. Oh, du, oh nein, rette ihn. Los, du musst ihn retten. Er kann doch nicht schwimmen. Bitte, bitte rette Sonja, ihn doch. Beruhige dich. Bitte rette ihn. Denn nichts. Er starrt nur leer vor sich hin. Und Ruid, was ist nur mit meinem Neffen geschehen? Und wieso? Wieso ist das geschehen? Wieso ist das geschehen? Wieso ist das geschehen? Kehta hai man apna Gute Nachrichten. Kadam und Shinde haben ihre Aussagen gemacht. Sie haben gesagt, dass Mafiosi auf den Kommissar geschossen haben. Damit haben wir den Rücken frei. Und? Ist das eine gute Nachricht? Malik, auch wenn wir aus dem Schneider wären, wäre das für mich keine Freude. Sieh dir Sonja an. Ruid ist einen Monat tot und sie leidet immer noch. Als hätte sie ihren Lebenswillen verloren. Ach was, das ist doch Unsinn. Die Zeit heilt alle Wunden, alter Junge. Sorg einfach für Ablenkung. Ja, schick sie irgendwo hin. Ja, vielleicht hast du recht. Ich schicke sie zu meinem Bruder nach Neuseeland. Sie wird auf ihrem Zimmer genau sein. Genau, da ist sie nicht, deswegen frage ich ja. Au! Das Ding war teuer. Reg dich ab, Mann, ist doch gar nichts passiert, oder? Hey, Sonja! Sonja, wo bist du? Die ist doch verrückt. Sonja, was machst denn du hier unten? Wir wollten doch ausgehen. Hey, beeil dich, oder ich gehe alleine. Ach, ich habe keine Lust, Nita. Geh allein. Shit. Sag mal, hast du überhaupt mal Lust? Hey, jetzt hör mal, Sonja. Du hängst nun schon seit 2 Wochen hier rum und warst noch nicht ein einziges Mal weg. Das reicht mir jetzt. Wir gehen aus. Und vorher ziehst du bitte noch diese Trauerkutte aus.
sie ist rot. Hey, die Ampel hier hat eine lange Rotphase. Ich rufe mal schnell meine Mutter an und sag ihr, dass wir noch unterwegs sind, okay? Ich meinte, wir sollen uns ranhalten, aber ich habe ihr gesagt, dass wir nicht vor 3 Uhr zu Hause sind. Na komm, Baby, time to rock'n'roll. Was ist denn los, Sonja? Es geht mir nicht so gut. Geh ruhig allein, bitte. Was soll das? Das ist die coolste Disco in ganz Neuseeland. Hey, du wirst schon sehen. Da drin geht's dir sofort besser. Also los jetzt, komm schon, Sonja. प्यार के दो मीठे बोल झिल मिलाएंगे तो हंस क्योंकि दुनिया को है हसाना ऐ मेरे दिल तू गाए जा
पानी धोखा सा है ये कैसी है खुशी जल जल के जो बुझी बुझ बुझ के जो जली मिलके भी ना मिली दोस्तों पर किसी हाल में ना घबराना ऐ मेरे दिल तू Wieder, hä? Sagen Sie bitte, wer sind Sie? Oh, Verzeihung, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt, wie unhöflich. Ich heiße Raj Chopra. Ist ja ein Zufall. Das waren Sie doch in dem roten Auto an der Ampel vorhin. Ich habe Sie hier noch nie gesehen bis jetzt. Sie sind nicht von hier, nicht wahr? Gut geraten, Raj. Das ist meine Cousine Sonja Saxena. Sie ist aus der alten Heimat und wohnt bei uns. Sie soll hier ihre Ausbildung zu Ende machen, unsere Sonja. Fantastisch. Als hätte einer den Taj Mahal hergeschickt. Jetzt ist Indien um einen Schatz reicher. Trottel, es ist ärmer, um einen Schatz ärmer. Ärmer, natürlich. Ich meine, wir sind reicher. Indien ist Sonja, arm. Sonja, lass dich von seinem Gestammel nicht verwirren. Seine Leute sind so lange aus Indien weg, dass er die Sprache nicht kann. Du glaubst es echt nicht. Er nimmt heimlich Sprachunterricht. Ist das irre? Und es nützt gar nichts. Es wird immer schlimmer. Alter! Hey, ganz kurz. Ich bin gleich wieder bei euch, ja? Jedenfalls, es war schön, Sie kennenzulernen. Hast du schon gefrühstückt? Ja, Ma. Schon längst. David? Wer ist da? Ma'am, es ist eine reizende junge Frau, die gerne zu Raj möchte. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Ich bin Nitas Cousine, Sonja und ich. Ich wollte gerade Raj besuchen. Ich komme auch aus Indien, wissen Sie? Raj ist gerade los zum Skifahren. Aber komm rein, Sonja. Setz dich doch kurz. Danke, sehr nett. Bitte. Was für ein wunderschönes Haus. Oh, danke. Sagen Sie, wie lange leben Sie jetzt schon hier? 25 oder 26 Jahre. Wir sind gleich nach unserer Hochzeit hergekommen.
Inzwischen fühlen wir uns wie richtige Neuseeländer. Und Sie waren seither nie wieder in Indien? Es hat sich nie ergeben. Ein Jahr nach der Hochzeit kam Raj. Zuerst war er zu klein. Dann kam die Schule, dann kam das College. Dann hat er die Firma gegründet. Irgendwas war immer. Und Raj? War er etwa auch nie in Indien? Niemals, leider. Er kennt Indien nur von Fotos. Was soll er auch dort? Er wäre ein Fremder. Wir kennen dort keinen mehr. Passiert? Bist du okay? Ah, schon gut. Ich krieg langsam Routine. Als ich geboren wurde, hat der Priester gesagt, wo man sich verletzen kann, da werde ich nicht weit sein. Dann sei eben etwas vorsichtiger. Wo ist denn eigentlich dein Schutzengel? Wer? Oh, Sonja. Die wollte heute Morgen irgendwo hin. Deshalb bin ich auch alleine hier. Hey, seit wann bist du denn so neugierig? Hm? Kann ich dir sagen, seit ich sie kenne. Wieso? Was hat sie getan? Frag mich lieber, was sie nicht getan hat. Nachts kann ich ihretwegen nicht schlafen, tags nicht essen. Ich fahr Ski und denk an sie, fahr Auto, denk an sie. Egal, wo ich hingucke, ich sehe ihr Gesicht. Hey, ist ja der Wahnsinn. Dabei hast du sie doch nur ganz kurz gesehen. Ich weiß, das ist es ja gerade. Ich verstehe das ja selbst nicht. Ein einziger Blick hat gereicht. Ich kann es dir auch nicht erklären. Die Art, wie sie mich angeschaut hat. Ich weiß nicht, ich kann ihre Augen nicht vergessen. Sie waren so voller Fragen. Sie hatte einen Ausdruck in ihrem Gesicht, der so rein war, so unschuldig. Und dann, als sie gegangen ist, das hat so viele Fragen offen gelassen. Zu viele? Oh, wow, das ist ja total romantisch. Weißt du was, das musst du ihr selbst sagen. Und ich schwöre, der Ratschlein ist sie dir mit Haut und Haaren verfallen, ehrlich. Oh je, gut, hilfst du mir? Ich will sie unbedingt treffen. Ich muss sie kennenlernen. Ich will sie sprechen, etwas von ihr erfahren und... Schon gut, ist ja gut. Klingt wirklich dringend. Dann werde ich da mal was arrangieren, oder? Also, heute Abend an der Uferpromenade, alles klar? Alles klar. Ja. Ach ja, ehrlich? Ein Mädchen aus Indien? Was wollte sie? Tja, sie hat gefragt und gefragt. Es kam mir vor, als würde sie sich für Raj interessieren. Na, sieh einer an. Das klingt ja in der Tat... Oh, da ist er ja. Raj, komm mal her. Hi, Dad. Tag mal. Na, sag mal, wer ist die Kleine? Hast du Geheimnisse? Welche? Welche Kleine? Ach komm, tu nicht so. Sonja ist vorhin hier gewesen. Sonja? Aha. Eine Sonja, die ihr noch nicht kennt? Aha. Eine aus Indien? Aha. Und sie war hier? Ja. Aber wie ist denn das? Wie kann sie denn überhaupt hierher gekommen sein? Aha, ich sehe schon, die Kerze brennt an beiden Enden. Halt, schon gut, ja? Hier brennt gar nichts, okay? Ja. Hast du nicht gesagt, dass sie ganz wild auf ihn ist? War doch so. Allerdings. Also, was hat sie gesagt? Bleib mal locker. Frag sie selbst. Dad, könnte es wohl sein, dass diese Sonja mich ganz genauso mag wie ich sie? Ja, das könnte durchaus sein. Du meinst Sonja? Aha. Aber das wäre ja wunderbar. Ma, sag mal, denkst du das auch? Mhm. Ehrlich, Dad? Mhm. Oh, Wahnsinn! Gut, bis dann! Wo geht's denn hin? Frag nicht, Dad! Ich hab mich verliebt! Oh,
चलती है पवन क्यों झूमे है गगन क्यों मचलता है मन ना तुम जानो ना हम ना तुम जानो ना हम क्यों आती है बहार क्यों लुटता है करार क्यों होता है प्यार ना तुम जानो ना हम ना तुम जानो ना हम Thank you.
Sonja. Lächle doch mal. Lauf doch nicht immer mit so einem Gesicht durch die Gegend. Man darf sich nicht einfach so hängen lassen, weißt du? Mach den ersten Schritt und irgendwann lächelt das Leben zurück. Schau doch nicht zurück. Mann, echt? Hey, das Leben ist doch toll, oder? Du weißt nie, welche Wunder noch geschehen können. Es ist dir schon ein Wunder geschehen, Nita. Das verstört mich ja so. Das Schicksal treibt ein Spiel mit mir und ich kann nichts dagegen tun. Nicht einmal hier komme ich über Rohits Tod hinweg. Der vor meinen Augen... Hi, so eine Nita. Überraschung. Wie geht's dir? Verfolgst du uns heimlich? Nein, ist nur ein Zufall. Okay, Zufall Nummer 3. Denn wir sehen uns doch heute schon das dritte Mal. Hi. Na, du? Ja, sie ist schon leicht. Hm? Nita, mein Gesicht ist es nicht, oder? Zeig her. Nö, alles hübsch. Und warum haut sie ab, wenn sie mich sieht? Warte, das kriege ich raus. Sonja! Sonja! Sonja, was ist denn los mit dir? Du rennst einfach weg, als wärst du nicht ganz dicht. Sonja, Raj ist echt ein total netter Kerl. Er ist mein bester Freund und er ist aus einer sehr guten Familie. Hier sind alle Mädchen scharf auf ihn. Und was macht er? Er guckt nur dich an. Bitte, Nita. Sag sowas bitte nicht. Ich kann das nicht hören. Hä? Wieso nicht? Was ist denn? Sag doch endlich mal, was du hast. Das kann doch nicht ewig so weitergehen. Vergiss doch mal, was da war in Indien. Willkommen in der Gegenwart. Nur wegen Raj kann ich nicht vergessen, was da in Indien geschehen ist. Immer wenn ich seine Stimme höre, wenn ich seine Augen sehe, diese Augen, dann sehe ich die Vergangenheit vor mir. Was? Was hat denn Raj mit deiner Vergangenheit zu tun? Viel. Ja, er hat sehr viel damit zu tun. Denn sein Gesicht sieht ganz genauso aus wie das von Rohit. Und wenn ich Raj sehe, dann denke ich... Dann sehe ich Rohit, verstehst du? Wie war das, Nita? Dieser Rohit hat ausgesehen wie ich? Das heißt, er hatte auch 2 Augen, eine Nase und einen Mund, 2 Ohren, ja? Ich verstehe nicht, wie du darüber lachen kannst. Kannst du mir sagen, was daran so lustig ist? Genau deshalb läuft sie immer weg, wenn sie dich sieht. Wenn sie dir ins Gesicht sieht, dann ist das für sie wie Folter. Ja, genau, Folter. Ach, Nita, die kann mich nicht leiden und sonst nichts. Die will mich eben nicht treffen, ist doch alles blödes Gerede. Ich glaube, da irrst du dich, Raj. Sie hat mir ein Foto von Rohit gezeigt. Es ist wahr. Es ist wirklich unfassbar. Die gleichen Augen, die gleiche Nase. Es ist dein Gesicht. Was redest du da, Nita? Das ist doch ganz unmöglich. Gut, ich will das Foto sehen. Wo ist Sonja? Hey, hast du einen Knall? Erschreck mich nicht so. Was? Sowas erschreckt dich? Und wenn ich so aussehen würde? Dann würde ich eben auch so ein Gesicht machen. Und wenn es so wäre? Dann würde ich dir Möhren kaufen. Und wenn ich so ein Gesicht hätte? Was dann? Dann mache ich so und sehe dich so an. So siehst du deine eigene Nasenspitze, aber mich doch nicht. Wenn ich dich sehen will, brauche ich meine Augen doch gar nicht. Ich habe dein Gesicht auch mit geschlossenen Augen vor mir. So sehr liebst du mich. Ja, so sehr. So sehr, dass ich überall nur dich sehe, nur dich allein. Und du, wie sehr liebst du mich? Kann ich dir ziemlich genau sagen. Ich liebe dich so sehr, dass du, wann immer du die Augen öffnest, mein Gesicht sehen wirst, Sonja. Ich würde gern das Foto sehen. Es reicht jetzt, Sonja. Ich will endlich wissen, warum mein Anblick für dich eine Qual ist. Sehe ich wirklich wie Rohit aus? Komm mit, ich zeige es dir. Da, sieh dir das an. Und das hier.
Das ist völlig unmöglich. Mein Gesicht. Völlig unbegreiflich. Ja, ich habe auch gedacht, das kann doch gar nicht sein. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Als ich dich zum ersten Mal sah, da dachte ich, dass ich Ruid vielleicht doch irgendwie retten konnte. Dass er noch lebt. Da war ich so glücklich wie noch nie. Ich dachte, Ruid lebt und nun würde doch noch alles gut. Doch dann wurde mir klar, dass du es doch nicht bist und es gar nicht sein kannst. Da bin ich fast gestorben. Da bin ich vor Schmerz fast gestorben. Wie dein Spiegelbild. Es soll ja durchaus vorkommen, dass sich Menschen sehr ähnlich sehen, aber das hier ist schon ungewöhnlich. Ich hoffe, es ist kein Scherz. Doch, es ist einer, Dad. Ein Scherz, den mir das Leben spielt. Zum ersten Mal in meinem Leben empfinde ich echte Liebe. Und schon habe ich sie wieder verloren. Und zwar, weil mein Gesicht sie an Rohit erinnert. Auf dieser Welt hat wohl noch keiner ein derartig bescheuertes Problem gehabt. Mein eigenes Gesicht ist zu meinem schlimmsten Feind geworden. Ich verstehe es einfach nicht, Dad. Womit habe ich das verdient? Was habe ich denn getan? Sag mir, was ich tun soll. Was soll ich nur tun, Dad? Gib mir einen Rat. Ich weiß nicht weiter. Raj, seit ich dich kenne, mein Junge, hast du nie eine Niederlage akzeptiert. Was du dir vorgenommen hast, das hast du erreicht. Du liebst sie sehr, nicht wahr? Ja, Dad. Dann gib jetzt nicht auf. Kämpfe um sie. Ich komm schon. Nita? Nita! Hallo, Raj! Guten Tag. Könnte ich Nita kurz sprechen? Nita ist nicht zu Hause. Sie bringt Sonja zum Flughafen. Flughafen? Verdammter Mist. Etwas zu trinken? Eine Cola, bitte. Und für Sie, Sir? Für mich auch eine Cola, bitte. Du? Hallo. Verfolgst du mich etwa oder was? Und was soll das denn? Weißt du, es gibt Leute, die fliehen, wenn sie mein Gesicht sehen. Deshalb habe ich mir eben so ein Theaterbart angeklebt. Keine Sorge, es ist nur so eine Art Tarnung. Und wenn die nicht reichen sollte, dann... hätte ich auch noch eine Nummer größer da. Hör doch auf mit dem Quatsch. Los, nimm das Zeug ab. Okay, okay. Dann nehme ich das Zeug eben wieder ab. Naja, es war auch nur ein Versuch, dich zum Lachen zu bringen. Sehr nett, aber mir ist eben nicht danach. Bitte, lass mich in Ruhe. Ich weiß, dass du sehr viel durchgemacht hast, Sonja. Ich mache mir wahrscheinlich keine Vorstellung von dem, was da in Indien geschehen ist. Aber eins scheinst du vergessen zu haben. Du hast vergessen, dass dein Leben noch längst nicht zu Ende ist. Du lebst noch, Sonja. Und um zu leben, brauchst du einen Grund, ein Ziel und einen Sinn. Du solltest etwas suchen, das wieder ein Lächeln in dein Gesicht zaubern kann. Und ich will an deiner Seite sein. Ich will dir bei der Suche helfen. Der Rest liegt bei dir.
Da, guck. Raj, Raj, hör zu, ich wollte dir noch was sagen. Nein, lass nur, Sonja. Ich glaube, ich habe es verstanden. Wir sollten uns jetzt trennen. Es ist besser so. Ich gehe heute in irgendein Hotel und fliege gleich morgen früh zurück. Auf jeden Fall war es schön, dich kennenzulernen. Pass auf dich auf. Schön, dich zu sehen. Taxi! Da sind sie. Hallo. Sonja? Sonja, das hier sind ein paar Fotos von dir. Es wäre falsch von mir, sie zu behalten. Du sollst sie haben. Die Erinnerung an dich kann mir ohnehin keine mehr nehmen. Hey, Taxi! Hey, du! Inspektor Kadam. Hey, Kadam. Hey, Kadam, hör zu. Ich hab Rohit gesehen. Haben die seine Leiche gefunden? Oh, Mann, nein. Ich meine doch nicht seine Leiche, du Vollidiot. Er ist nicht tot. Komm mir nicht mit so einem Scheiß. Der liegt im Fluss. Ja, ich verstehe schon. Du glaubst mir nicht, bevor der Kerl selber zur Polizei geht und alles erzählt. Stimmt's? Kadam, ich mach hier keine Witze. Du lässt jetzt die Häuser von Rohit und Sonja beobachten. Ach ja. Wenn ihr Telefon klingelt, dann hören wir mit. Hallo? Daddy? Sonja? Sonja, wo bist du denn? Warum sagst du mir nicht, wann du losfliegst? Daddy, ich bin schon längst wieder in Bombay. Ich will jetzt nach Hause kommen. Daddy, man hat versucht, meinen Freund Raj zu erschießen. Daddy, wir brauchen deine Hilfe. Gut, sag mir, wo du jetzt bist. Am Globe Shopping Center. Ich rufe aus einer Telefonzelle an. Könntest du uns abholen, ja? Ja, ich komme. Ich bin gleich bei euch. Nicht weggehen! Okay, Daddy. Lass mich das machen. Ein komisches Land hier. Darf hier jeder rumballern? Kaum ist man in Indien gelandet, peng. Wenn ich das geahnt hätte, wäre ich gleich wieder zurückgeflogen. Auf der Stelle wieder kehrt gemacht. Mit dir. Puh. Doch gar keiner. Du hast dich mal wieder verhört. Ich hab sofort das Telefon angezapft. Aus dieser Telefonzelle da hat sie angerufen. Okay. Irgendwoher ist er. Was geht hier eigentlich vor? Ich verstehe einfach nicht, was hier los ist. Irgendjemand versucht, dich umzubringen. Unser Telefon zu Hause wurde abgehört. Ich weiß ja auch nicht, was das hier soll. Wer sind die zwei? Und warum wollen die mich töten? Warum schießen die auf mich? Ich bin zum ersten Mal in Indien. Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn, oder?
Niemand kennt mich hier und ich kenne hier auch niemanden. Warum sollte einer auf jemanden schießen, den er noch niemals zuvor gesehen hat? Weil er dieses Gesicht hat. Was willst du damit sagen? Ganz einfach, Sonja. Du hast mich für Rohit gehalten. Und sie halten mich eben auch für ihn. Sie wollen gar nicht mich erschießen. Nein, sie wollen Rohit töten. Was? Wieso Rohit? War er in irgendwas verwickelt? Verwickelt? Nein, gar nicht. Er hat gesungen, sonst nichts. Und wie ist er gestorben? Es war ein Unfall. Es war vielleicht überhaupt kein Unfall, Sonja. Sondern Mord. Ein Mord, sagst du? Oh nein, das wäre... Warum sollte das einer tun? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Allerdings sieht es ganz danach aus. Wieso sollte einer sonst auf einen Fremden schießen? Oder etwa euer Telefon abhören? All das geschieht doch nicht ohne Grund. Also gut, du hast Sonja und Rohit also am Flughafen gesehen, ja? Ja. Und lässt mein Telefon abhören, ja? Und dann bist du auch nur so blöd, zu dieser Telefonzelle zu fahren, um ihn vor ihren Augen zu erschießen? Ja, Sir. Aber Kadam war auch dabei. Kadam, hast du Rohit auch mit eigenen Augen gesehen? Nein. Ich habe Rohit nicht gesehen, Sir. Natürlich nicht. Da waren sie auch schon längst verschwunden. Chinde, erklär mir bitte, wie ein Mausetoter auf einmal springlebendig vor dem Flughafen stehen kann. Das fantasierst du, Säufer, dir doch zusammen. Sir, das hat nichts mit Alkohol zu tun. Außerdem war ich nüchtern. Ich hab ihn mit eigenen... Halt dein Maul, Vollidiot! Wenn Rohit noch am Leben wäre, dann würden wir vier schon längst im Gefängnis sitzen. Außerdem traut sich Sonja wegen deiner Blödheit nicht nach Hause. Hör auf mit deinem blöden Sir. Trommel deine Kollegen zusammen und dann bring sie mir her. Bleib ruhig, wir finden sie schon. Das sind die Kerle, die hinter uns her waren. Und was haben die vor unserem Haus verloren? Könnte es sein, dass sie hier auf uns warten? Dahin, ihr dorthin. Raj, ich glaube, die überwachen unser Haus. Könnte Daddy in Gefahr sein? Wir sollten lieber die Polizei verständigen. Ja. Komm. Verzeihung. Hey. Du warst 2 Stunden da drin. Hast du einen Knall? Hattest du da drin Stell dich ein? Hast du gepennt oder zu Mittag gegessen? Das ist das Offiziersklo. Streifenpolizisten gehen in die Restaurants. Hallo? Hey! Besitz! Sitzen streich! Schon gut. Herr Inspektor, hören Sie bitte. Wir wollen Anzeige erstatten. Ach ja? Als wir gestern auf dem Flughafen gelandet sind. Flughafen, ja. Das hier ist ein Polizeirevier. Die Flughafenklos, die sind ziemlich gut, oder? Wenn da einer stehen will, na ja, dann kann er stehen. Wenn er sitzen will, dann kann er sich setzen. Da macht das Leben Spaß. Hey! Ja, wie auch immer. Wir haben ein Problem. Herr Inspektor, wie lange sollen wir hier noch warten? Hören Sie jetzt zu oder nicht? Nun ja, ich würde sehr gerne. Es geht mir leider nicht. So lange wie heute musste ich es noch nie zurückhalten. Als ich gestern aus dem Flughafengebäude auf die Straße trat, da hat jemand versucht... Also, Parab, das hier ist Sonja Saxena. Sie ist mit dem Kerl hier auf der Flucht, er heißt Rohit. Lass diese Fotos hier kopieren und dann schick sie an alle Reviere. Hier, guck hin. Sollten diese beiden irgendwo auftauchen, dann müssen sie auf der Stelle verhaftet werden. Irgendwo habe ich die 2 schon gesehen. Wo denn?
Ich denke ja schon nach, Sir. Los, denk schneller! Nicht schreien, Sir, bitte nicht schreien, sonst könnten sehr eklige Dinge geschehen. Sir, Sie sind hier. Die zwei sind hier. Nebenan, da stehen Sie. Na nun, Sie sind gegangen. Karab? Ja? Bist du sicher, dass es die zwei waren? Nun ja. Was jetzt, ja oder nein? Rechts lang. Gar nichts mehr, null. Die Polizei ist hinter uns her und die Gangster auch. Tot, ha? Du kannst dir nicht vorstellen, wie unglücklich du uns alle gemacht hast. Wie konntest du nur so lange untertauchen? Denkst du denn nicht an uns? Oder an Amit, deinen kleinen Bruder? Als er von deinem angeblichen Tod gehört hat, ist er verstummt. Er spricht mit niemandem mehr. Er wird so glücklich sein, wenn er dich wieder sieht, Mann. Los, geh nach Hause. Geh schon. Hey, mein kleiner Amit. Guck mal, das habe ich dir mitgebracht. Toll, was? Ein Flugzeug. Denk nach, Junge. Du hast doch zu deinem Bruder gesagt, dass du mal Pilot werden willst, wenn du groß bist. Guck doch nur mal, wie es fliegt. Guck hin. Amit, siehst du doch wenigstens mal an. Guck doch mal, Amit. Ich habe dir ein leckeres Hühnchen gekocht. Das magst du doch so gerne, nicht wahr? Ja? Inspektor Schinde. Okay, wir suchen einen gefährlichen Verbrecher. Soll sich hier irgendwo aufhalten? Wir würden gern mal reinschauen. Ihr guckt euch draußen um. Hier ist aber keiner, ehrlich. Das wüsste ich. Ja, ja, ich sag doch mal. Wer ist denn da? Ist das Rohits Haus? Jetzt komm mal, Alter, ja? Du wirst doch wohl deine Hütte erkennen. Sir, wir haben das ganze Grundstück abgesucht. Nichts. Was machen die Bullen denn da in deinem Haus? Lass uns verschwinden. Ich erkläre dir alles. Glaub mir, Toni. Das ist die Wahrheit. Sonja, das ist unglaublich. Wenn es so ist, dann ist es ein Wunder. Er sieht genauso aus wie Rohit. Je länger ich darüber nachdenke, desto verrückter kommt mir das alles vor. Also gut, Pause. Ich gehe mal los und besorge uns was zu essen. Was spielst du? Ist von Rohit, hä? Woher kennst du das? Er hat die Noten aufgeschrieben, ich spiel's nur nach. Ist wirklich eine schöne Melodie. Er wollte es auf der Bühne singen am Tag, als er starb. Die Melodie erinnert dich sehr an ihn. Oh ja. Dil ne dil ko
Toni! Was soll ich denn hier essen? Hier ist doch nichts, was man runterkriegt. Oh, Eier. Und wie kriege ich die Schale ab? Eins, zwei, drei! Macht man so bei euch Rührei, oder was? Wie war das? Oh, klar. Andere Länder, andere Sitten, wie man so schön sagt. Ach, kennt ihr noch andere Tricks da bei euch in Neuseeland? Autsch! Könnt ihr auch Eier quirlen? Und Zwiebeln schneiden vielleicht? Auch grüne Chili dazu tun? Muss ich alles alleine machen oder machst du auch was? Na klar, mit dem Besteckessen, das du schnitzt. Und wenn du satt bist, dann singe ich dir ein Schlummerlied. Was ist, habe ich was Falsches gesagt? Ach Quatsch, ich meine, Schlaflied, Schlaflied heißt das doch, meine ich doch. Also, wie willst du dein Omelette denn haben? Spanisch, japanisch, mit Käse, gekochtem Schinken, ne? Hm? Dem herbei. Gott zum Gruße, edler Wachmann. Hey, wo willst du hin? Na, wonach sieht's denn aus? Ich sag's dir, ich bin der Milchmann und ich bring Milch. Ich sitze hier seit 4 Tagen, aber dich habe ich noch nie gesehen. Da hat mein Vater die Milch gebracht. Jetzt bin ich wieder dran. Ach, welcher Vater? Da kam ja meine Frau. Oh, wie was? Eine Frau? Das war Mama. Das war meine Mama. Verkaufen bei euch alle Milch oder was? Na klar, alles nur Milchverkäufer und keine Nebeneinkünfte, sind ja keine Bullen. Hau ab, verschwinde. Der Milchmann. Die Milch. Ja, was ist denn? Der Milchmann. Sehen Sie, Toni. Igitt, ich trinke das billige Zeug nicht. Ist reines Gift, ich trinke nur Büffelmilch. Und jetzt mach, dass du wegkommst. Geh schon. Hey, raus hier, sonst hole ich die Polizei. Hallo. Toni, du? Was hast du? Ich habe mich gerade gefragt, ob Ahmed... Die anderen kommen mit mir! Jawohl, Sir!
Was kostet die hier? 200, Sir. Sonja. Sonja! Meine Güte, Sonja, wo kommst du denn her? Dein Vater macht sich ganz schön Sorgen um dich. Wir alle machen uns wegen dir Sorgen. Kannst du mir mal sagen, was los ist? Dieses Foto zeigt die vermisste Sonja Saxena, von der seit ihrer Rückkehr nach Indien jede Spur fehlt. Für sachdienliche Hinweise auf ihren Aufenthaltsort. Mami! Was ist denn? Sonja Saxena ist 1,63 Meter groß und eine helle Hautfarbe. Sehen Sie mal, hier sehen Sie mal! Das ist sie doch, das ist sie! Nehmt Aufstellung! Die Millionärstochter ist hier gesehen worden. Wo ist sie? Die ist schon... Updown ist die! Was? Ja. Haben Sie auch noch so einen jungen Kerl gesehen? Ja, die Frau war nicht allein. Der hier war es, hä? Nein, der war es sicher nicht. Du tickst doch nicht ganz richtig. Hat dir einer erlaubt, ihr Foto im Fernsehen zeigen zu lassen? Sir, wenn ich Sonja und Rohit kriegen soll, muss ich alle Chancen nutzen, die Rohit, ich habe. Rohit! Bist du schon wieder blau? Das Weib im Laden hat doch gesagt, dass sie nicht Rohit, sondern einen anderen dabei hatte. Nein. Hey, Kadam! Was redet der für einen Blödsinn? Der ist doch nicht ganz dicht. Nochmal sowas und du liegst im Gulli mit einer Kugel im Kopf. Hallo? Hallo, Daddy? Sonja! Oh Gott, wo steckst du denn? Daddy, ich kann dir nicht sagen, wo ich hier bin. Die Polizei hört dein Telefon ab und... Und sie lassen auch unser Haus beobachten. Aber mir geht's gut, Daddy. Ich rufe dich auch bald wieder an. Hallo, hallo. Was sagt sie? Hast du mein Haus unter Beobachtung stellen lassen? Ja, Sir. Warum? Du weißt, dass meine Tochter in Lebensgefahr ist. Ja. Warum verhinderst du dann, dass sie nach Hause kommt? Es geht doch gar nicht um ihre Tochter. Die kann herkommen, wann sie will. Es geht allein um Schon Rohit. Schon wieder Rohit? Sage in meiner Gegenwart noch ein einziges Mal Rohit und du sagst nie wieder Rohit. Rohit ist mausetot. Sonja? Amit? Was? Was machst du denn hier? Ich will dich mit nach Hause nehmen. Kommst du mit? Nein, Amit. Ich bin gerade keine gute Gesellschaft. Ich kann mir schon denken, wieso. Du hast wahrscheinlich Angst, dass die Polizei wieder auf dich schießen könnte. Woher weißt du, dass die Polizei auf mich geschossen hat? Na, ich hab's doch mit eigenen Augen gesehen. Was hast du gesehen? Als deine Show stattfinden sollte, da habe ich doch auf dich gewartet. Du hattest versprochen, dass du mich abholst. Und ich hab noch ein Geschenk für dich besorgt. Es war nichts Teures. Es war nur eine kleine Flöte. Und als ich nach Hause wollte, habe ich alles mitgekriegt. Sergi, Rohit hat gerade alles mit angesehen. Wer ist Sergi? Ja, wer ist das? Amit, würdest du die drei wiedererkennen? Hast du sie schon mal gesehen? Nein, aber wenn ich sie sehe, erkenne ich sie bestimmt wieder. Hey, Sekunde, wie sollen wir denn die alle drei auf einmal kriegen, hä? Ich hätte eine Idee. Das könnte sogar klappen. Hört zu, ich erkläre es euch. Ich spiele den Lockvogel. Ich zeige mich in der Öffentlichkeit und dann werden sie sich auf mich stürzen. Dann sieht sich Amit die Jungs an. Bleibt nur noch die Frage, wie groß wir das aufziehen. Hey, so richtig groß. Wir kündigen die Show an, die wegen Rohits Unfall ausgefallen ist. Wir tapezieren die ganze Stadt mit Rohits Postern. Rohit ist so... Super Idee, Boss. Einfach großartig. Ja, absolut erstklassig. Wenn sie das mitkriegen, müssen sie reagieren. Genau, dann kriechen die Ratten aus ihren Löchern. Wir stellen an jeder Ecke eine Videokamera auf. Und die machen dann, wie heißt das gleich nochmal? Meinst du eine Aufnahme? Ja, und dann wird Amit sie auch erkennen. Hey, gute Idee, wunderbar, gute Idee. Allerdings sollte davon außer uns keiner Wind kriegen. Das könnte alles gefährden. Na los, Atul, es gibt noch viel zu tun. Alles klar.
Sonja? Was ist los, Sonja? Was hast du denn? Du solltest nach Hause fliegen. Und dann? Was wird aus der Show? Es wird keine Show geben. Das werde ich niemals zulassen. Wieso nicht? Willst du denn nicht, dass Rohits Mörder gefasst werden? Doch, ja, natürlich. Aber du darfst dafür nicht dein Leben riskieren. Das hier geht dich doch gar nichts an. Doch, es geht mich sehr viel an. Denn ich will, dass du die Wahrheit erfährst. Und warum willst du meinetwegen dein Leben aufs Spiel setzen? Es ist doch... Wieso? Weil ich dich mehr liebe als mein Leben. Ich liebe dich. Hier, sehen Sie. Rohit ist zurück. Er macht eine Show. Dafür haben Sie mir also ein paar runtergehauen, ja? Ich bin also nicht ganz dicht, ja? Sie wollten mir ein Loch reinmachen und mich danach in den Gulli kippen. Schnauze, Mann, ich rede gerade. Na ja, genau, mein Hirn, das habe ich auch versoffen, oder? Da gucken Sie gut hin. Gucken Sie genau hin, das ist Ihr Todesurteil. Schindel ist sicher, dass es Rohit ist. Also was machen wir jetzt, hä? Hinfahren, was denn sonst? Bin ich ja nur von Idioten umgeben? Wenn das wirklich Rohit ist und ihr drei da antanzt, dann erkennt ihr euch doch sofort. Und dann sind wir alle geliefert. Ich bin der Einzige, den er damals nicht gesehen hat. Ich werde allein hingehen. Jeder weiß, was er zu tun hat? Ja. Also gut, dann lasst uns anfangen. Alle an ihren Platz. Viel Glück. Atul? Ja? Lass alle Kameras und Monitore einschalten. Okay. Und du, Toni, du... Was ist, Ahmed? Warum guckst du so? Du bist nicht mein Bruder, oder? Wer hat das gesagt? Du bist es nicht. Alle haben gesagt, du bist nicht Rohit. Und was sagt dir dein Herz? Das sagt mir, du bist es doch. Es sagt, du bist mein Bruder. Mein Herz sagt mir das Gleiche. Komm. Na los, du musst doch in den Fernsehraum. Komm, hopp, 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 hopp. Na siehst du, bist doch ein braver Junge. Gott. Alles Gute für dich. Und pass gut auf dich auf, ja? Hey, Sonja! Dein Vater ist da. Hast du Zeit für ihn? Daddy? Ach, Daddy. Sonja, was geht hier vor? Gibt es einen Grund, weshalb du nicht nach Hause kommst? Wo warst du denn nur und bei wem hast du gewohnt? Was soll der Quatsch mit Rohit? Ist zurück und Rohit macht eine Nein, Show. Nein, es ist gar nicht Rohit. Er ist Raj. Raj Chopra. Raj Chopra? Aha. Er sieht nur so aus wie Rohit. Ich habe ihn in Neuseeland kennengelernt. Er macht diesen Auftritt hier nur, damit wir Rohits Mörder identifizieren können. Rohit ist ermordet worden? Zwei Polizisten haben also auf Rohit geschossen? Kannst du das auch beweisen? Es gibt einen Augenzeugen. Rohit hat einen kleinen Bruder, Ahmed. Er hat alles gesehen. Sonja, wir fangen gleich an. Wir sehen uns nachher, Daddy. Ja, viel Glück, Sonja. Malik, wo steckst du? Genau vor der Bühne. Bist du denn wahnsinnig? Das hatte ich euch doch verboten. Keine Sorge, Sergi. Nicht mal Sie würden mich wiedererkennen. Sonja hat mir gerade erzählt, was hier los ist. Ihr werdet nichts unternehmen. Verhaltet euch ruhig. Der Typ auf der Bühne sieht nur so aus wie Rohit. Er heißt Raj Chopra. Das ist ein Doppelgänger. Ja.
Dann geht's jetzt richtig los.
Danke. Vielen Dank, Freunde. Danke. Eure Liebe hat mich zurückgebracht, nachdem ich dem Tod von der Schippe gesprungen bin. Ja, es ist ein echtes Wunder geschehen. Auch ich kann es noch nicht glauben, dass ich hier leibhaftig vor euch stehe. Ich, von dem die Polizei behauptet, ich wäre bei einem Unfall ums Leben gekommen. Ihr seht es ja selbst. Ich bin gar nicht bei einem Unfall gestorben. Ich sollte ermordet werden, Leute. Vielleicht hat mich das Schicksal dem Tode entrinnen lassen, damit ich hier vor euren Augen und Ohren die Verbrecher bei ihrem Namen nennen, ihre Masken herunterreißen kann, damit sie ihre gerechte Strafe bekommen, sowohl vor dem Gesetz als auch dem Angesicht Gottes. Ihre... Verzeihung, Sir. Würden Sie bitte Ihr Telefon ausschalten? Danke. Und nun werde ich Ihren Namen nennen. Es handelt sich um drei Männer. Zwei dieser Männer sind Polizeiinspektoren. Ihre Namen lauten... verboten, was zu unternehmen. Du hältst dein Maul, klar? Glaubst du, du bist aus dem Schneider, weil du deine Tochter zurück hast? Ich hat Ruhig ja nicht gesehen. Du wirst nicht die Seiten wechseln. Dafür ist es zu spät. Hallo? Gib ruhig den Hörer. Ein Anruf für Rohit. Hallo? Hör zu, Schlaumeier. Du willst unseren Namen nennen? Wir haben auch eine kleine Ansage für dich. Lass mich los! Lass mich Sonja? Du erkennst die Stimme, ja? Okay. Draußen steht ein weißer Wagen. Das Kennzeichen ist MH02M3818. Merk dir die Nummer. Der Wagen wartet auf dich und du kommst selbstverständlich allein. Verstehen wir uns? Ja. Das sag ich schon. Sie haben Sonja entführt. Ich soll allein kommen. Nein, warte! Was ist denn? Hallo? Fahr los und folge den Anweisungen. Jetzt rechts rum. Gleich kommt eine Einfahrt, die nimmst du. Ich bin da! Lasst Sonja gehen! Nein, Ratsch, lauf schnell weg, Salam! Herkommen! Hierher, los! Mach schon, oder sie ist tot! Ich sehe ihn nicht! Rohit! Jetzt
zählen jetzt bis drei. Hast du gehört? Und dann hat die Schönheit hier ein Loch im Kopf. Eins. Zwei. Glaubt uns nicht. Los, ruf ihn. Sag ihm, er soll kommen. Das werde ich nicht. Ruf ihn. Gut, du willst nicht. Na los. Ja, ganz recht. Schade, dass wir uns unter diesen Umständen begegnen, Sonja. Doch du wirst es keinem mehr erzählen können. Das ist doch Irrsinn. Warum tust du das nur? Warum willst du uns töten? Tja, weil Rohit leider gesehen hat, wie wir den Kommissar umgenietet haben. Ihr habt also ein... Ganz genau. Und ich kann mir denken, du wüsstest gern den Namen des ehrbaren Herrn, der uns den Auftrag erteilt hat. Halt dich mal gut fest. Daddy! Das ist der Mann. Der hat Sergi angerufen.
Das war... Das glaube ich nicht. Doch, dein Vater steckt hinter allem. Daddy, ist das... Ist das wahr? Ja, es ist wahr. Ich habe da mitgemischt. Und wollte es geheim halten, Sonja. Und zwar vor dir. Und der ganzen Welt. Nun ja, es ging eben nicht. Niemand kann wissen, wann die Wahrheit rauskommt. Nur, dass sie eines Tages rauskommt, das ist sicher. Verzeih mir, Sonja. Wohin gehst du? Wieder nach Hause. Und Amit auch. Er kommt mit nach Neuseeland. Und ich? Möchtest du denn nicht, dass ich auch mitkomme? Ich habe meinen Geliebten schon einmal verloren. Ein zweites Mal ertrage ich nicht. Sonja. Dann sag mir doch endlich, dass du mich liebst. Ich liebe dich. प्यारी बातों में अनजाना इकरार है कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है हाँ तुमसे